Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet, immer noch aus Michigan. Denn wir waren ja letztes Mal hier bei unserem Setup-Guide, der letzte. Und ich bin einfach mal hier geblieben, denn wir wollen noch ein paar Fische fangen. Ich hatte erst vorgehabt, ein paar Ultralight-Sachen zu machen. Und ich habe das hier auch auf Hecht versucht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist eigentlich das ziemlich Dümmste, was man machen kann in dem ganzen Spiel. Da, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird man die rauskriegen, wenn man da irgendwie so ein 2-Kilo Hecht erwischt. Aber sobald es da Richtung Trophäe oder noch größer geht, ist da, ich glaube, sowas von Feierabend. Da macht man gar nichts. Also ich hab ehrlich gesagt nur 2 Stück versucht. Die habe ich auch relativ lange im Drill gehabt. Aber dann sind sie doch abgerissen, deshalb weiß ich nicht. Vielleicht kann man die mit ein bisschen tricksen und was weiß ich, da irgendwas im Wasser ziehen, aber effektiv ist anders. Die Zander sind auf jeden Fall vielleicht noch interessant, die werden einzigartig bis 10 Kilo. Das geht vielleicht noch in einzigartig vielleicht nicht mehr ganz so gut, aber bis zu den Trophäen soll es vielleicht noch klappen mit Ultralight, das muss ich mal versuchen. Aber damit wollen wir heute nicht anfangen. Wir wollen heute tatsächlich nochmal den Stör und den Wels machen. Die habe ich nämlich noch nicht gehabt seit dem neuen Update. Und da müssen wir mal reingucken. Ich weiß gar nicht, ja, Kescher ist noch voll hier. Blauwels in Trophäengröße 21 Kilo habe ich schon mal aufgenommen. Der also auf jeden Fall am Ende vom Video, falls ich im Video selber keinen fangen werde. Denn wir werden natürlich erst mit dem Stör anfangen. Und mal gucken, ob wir den erwischen. Ansonsten bin ich auch bald mit den Klausuren fertig. Und dann können wir das Turnier mal in Angriff nehmen. Dann werde ich nochmal extra ein Video dazu machen, wie ich das alles geplant habe. Wenn ich das dann fertig organisiert habe und auch ein bisschen Zeit dafür habe, mich damit zu befassen. Wie gesagt, nach den Klausuren dann. Und dann gibt es auch nochmal 3 Ultralight-DLCs zu gewinnen. Deshalb hatte ich auch eigentlich vor, noch ein paar Videos dazu zu machen, zu dem Equipment. Aber das machen wir dann, was weiß ich, wahrscheinlich dann ab dem nächsten Video, wenn das Update nicht kommt. Und dann versuchen wir damit nochmal ein paar Fische rauszuholen. Aber erstmal gehen wir zu dem Spot hier. Denn da wollen wir jetzt natürlich erstmal den Stör und den Wels an Land ziehen. Wenn er denn hier mal fertig geladen hat. Das hat er schon mal. Dann müssen wir noch vorspulen den Tag auf 7 Uhr bei Sonne, glaube ich. Das ist zumindest die Störzeit, die ich im Kopf habe. Ja, wollen wir mal verlängern. So, dann gucken wir uns natürlich noch das Setup an, was ich benutzen werde. Ich nehme mal für die DLC-Routen. Ganz ehrlich, ich habe das auch mit der versucht, aber nicht so mega erfolgreich. Wahrscheinlich klappt es, wenn man die kleineren Störe erwischt. Aber die großen Störe, also wir sind damit relativ viel abgerissen, weil die einfach nicht zu halten waren. Und auf den Wels auch nicht. Also, ich habe damit relativ viele Wels rausbekommen. Aber es gab dann auch immer welche mal zwischendurch, die dann abreißen und was weiß ich. Aber wie gesagt, wenn ihr das DLC nicht habt, dann nehmt einfach die Route. Hier Phoenix 350 und versucht euer Glück damit. Eine andere Wahl habt ihr eh nicht. Also von daher, ne, nehmt halt das Stärkste, was ihr habt, um die sicher rauszubekommen. Deshalb sind da nicht viele Geheimnisse bei dem Setup. Ich werde hier die 16 Kilo Irish Clover 300 nehmen. Mit der Lucky Shamrock 6500 bis 12 Kilo hier 0,45er. Fluo drauf, weiß gar nicht, was die trägt, weiß ich jedes Mal nicht, 11,3 Kilo trägt sie, also damit sollten wir dann schon mal ein paar Fische rausbekommen, den Trophäenwels habe ich damit auch rausbekommen, also sollte das durchaus klar gehen. 2,50 Meter tief, großer Schildköder am Start, 600 Haken, ist für Stör vielleicht ein bisschen sehr groß, oder? Ich mache mal ein Finola drauf, wobei der 600 wahrscheinlich auch gehen sollte, aber nehmen wir mal den, macht er das jetzt nicht, oder was? Doch, jetzt. Jetzt macht das. Dann versuchen wir mal unser Glück, indem wir Richtung Stör auswerfen. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit der genau war. Irgendwie so 25 Meter oder sowas um den Dreh. Gucken wir mal, wie weit wir jetzt werfen. 31, schon fast ein Tick zu weit. Ich hole mal so auf, was weiß ich, ja, 27 wird schon passen. Und dann hoffen wir mal, dass der relativ schnell anbeißen wird. Und wir den dann auch landen können. Ich weiß gar nicht, wie groß der jetzt wird. 20 Kilo oder sowas?
Oder wird er auch an die 25? Keine Ahnung. Also der Trophäenwels wird bis 25 Kilo. So viel weiß ich schon mal, aber was der Stör jetzt wird, habe ich keine Ahnung. Aber da kommt auf jeden Fall ein Biss und das sieht doch schon mal gut aus. Ja, sieht aber nur so lange gut aus, bis er wieder davon schwimmt. Und dann sieht das schon wieder anders aus. Hoffen wir mal, dass da gleich noch einer vorbeikommt, der dann auch den Haken mitnimmt und nicht nur kurz mal anstupst. Ja, das wäre natürlich jetzt der perfekte Start gewesen, direkt den Stör abhaken, weil der manchmal ein bisschen zickig ist beim Beißen. Mit den Welten hat man eigentlich wenig Probleme, da ist ja relativ zügig einer dran. Wenn auch nicht immer direkt der Trophäenfisch, aber dennoch fängt man da durchaus relativ viele mit und der Kescher ist auch schnell voll, weil die natürlich viel wiegen. Aber der Stör eben nicht. Deshalb hoffe ich, dass das jetzt hier funktioniert. Wenn nicht, muss ich das gleich cutten, bis irgendwie ein Biss kommt. Denn ich würde den schon gerne mit dabei haben. Aber da kommt ja nochmal der nächste. Also vielleicht möchte der diesmal anbeißen. Ja, den Gefallen tut er mir. Dann versuchen wir den doch mal zu landen. Aber das sieht schon wieder so aus, als wenn ich auch keinen Druck auf den bekomme. Lass mal gucken, wie sich das im weiteren Drill verhält. Noch nimmt er Schnur, aber nach da hinten wird er nicht weit kommen. Ich bekomme einfach keinen Druck auf den. Die Rute biegt sich nicht. Und der Stör schwimmt. So, jetzt mache ich hier mal meinen geilen Trick hier. Der aber nicht klappt auf den. Die Hechte konnte ich an dem Ultraleitgerät so stoppen, indem ich den einfach den Rücken zudrehe. Aber den Stör scheint das nicht wirklich zu jucken. Ja, hoffen wir einfach mal, dass er nicht bis 138 Meter wegzieht. Und wir den dann vielleicht doch noch rausbekommen. Jetzt hört er zumindest erstmal kurzzeitig auf. Überlegt sich das doch nochmal anders. Na komm. So weit willst du doch gar nicht wegschwimmen. Aber die sind auf jeden Fall ein bisschen kampfstärker als die Welse, muss man sagen. Die schwimmen natürlich auch mal ein bisschen weg, aber nie so, dass sie jetzt wirklich in Gefahr kommen, da abzureißen. Aber der schwimmt jetzt natürlich genau in die offene See rein. Das ist natürlich. Ja, jetzt hat er nämlich den Turbogang eingeschaltet. Und das heißt, er wird uns gleich abreißen, wenn wir den jetzt nicht irgendwie zum Stoppen bewegen. Der wird nicht stoppen. Der wird überhaupt gar nicht stoppen. Was ne Scheiße. Ah, komm. Ja, stopp. Boah, 6 Meter. Mach jetzt keinen Scheiß. Nee. Nicht wieder die Spannung aufbauen. Ja, so ist brav. Jetzt nicht zu früh anfangen zu kurbeln, sonst wird er wieder aggressiv. Boah, ich halte den jetzt einfach so lange, bis er sich ausgetobt hat. Weil ich keinen Bock habe, den zu verlieren. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Jetzt lässt zumindest die Spannung ein bisschen nach. Vielleicht haben wir Glück. Da müssen wir ihm nochmal einen Schlag mitgeben. Uiuiui, das ist ein Tanz auf Messerschneide. Könnte spannend werden. 6 Meter Spielraum ist jetzt nicht so viel. Wenn der sich nochmal überlegt zu gehen, dann ist er natürlich weg. Aber ich versuche das jetzt hier mit der Umdrehtaktik. Also, ich glaube, anders kriege ich den nicht gehalten. Ich weiß nicht, ob da irgendwie der Widerstand am größten ist, dass der da nicht abziehen kann. Hat, wie gesagt, bei den Hechten auf jeden Fall geklappt, dass ich die ab und zu halten konnte. Aber dann eben auch nicht ausreichend genug, um
das Ganze dann glimpflich für mich zu beenden. Aber dem können wir jetzt hier erstmal ein paar Meter abnehmen. Das ist schon mal gut. Ja, guck mal, jetzt kommen wir doch schon der Sache ein bisschen näher. Jetzt haben wir gleich schon wieder 30 Meter. Ah, jetzt möchte er nochmal, aber da machen wir einfach wieder dasselbe. Ist vielleicht nicht schön, aber effektiv bis jetzt. Ich könnte mal versuchen, den nochmal jetzt normal zu drillen. Sollte vielleicht auch schon klappen. Da sehen wir auch die Schläge, wie er sich austobt gegen die Route. So ist es eigentlich auch schöner, aber ich glaube, wenn wir so weiter gemacht hätten, hätten wir den niemals vor 138 Meter zum Stoppen gebracht. Deshalb auf jeden Fall, wenn ihr verzweifelt seid in eurer letzten paar Meter, die ihr noch auf der Rolle habt, versucht habt, mal euch umzudrehen und die rechte Maustaste dabei gedrückt zu halten. Bei mir klappt's. Also vielleicht klappt es bei euch dann auch. Werden wir vielleicht auch in den nächsten Videos dann nochmal vielleicht gebrauchen können, wenn wir dann mit dem Ultralight-Gerät ein paar größere Fische an den Haken bekommen. Aber das werden wir dann noch sehen, aber den Stör, den werden wir jetzt, glaube ich, ausdrillen. Ich glaube nicht, dass er nochmal eine Flucht anschlagen wird. Das ist jetzt nur noch ein Geduldsakt, den hier jetzt ein bisschen ranzupumpen und dann letztendlich erfolgreich zu landen. Haben wir das wenigstens auch geschafft. Bin ich mal gespannt, was der auf die Waage bringt. Aber ich denke mal so 14, 15 Kilometer auf jeden Fall haben. Huiuiui, das war auf jeden Fall ganz schön knapp, würde ich sagen, 6 Meter. Das war nicht gerade so, wie ich das geplant hatte. Aber so ist das mit den Fischen, die machen natürlich nie das, was sie sollen, sondern haben ihren eigenen Kopf und möchten dann auch mal ein bisschen davon schwimmen. 50 Meter noch, dann haben wir den Stör aus dem Wasser und können uns ganz den Welsen widmen, die dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so kämpfen werden wie der hier. Außer wir bekommen tatsächlich vielleicht den Biss von dem 25 Kilo Wels an den Start, aber wage ich fast zu bezweifeln, der 21 Kilo Wels, der war echt nicht so hart rauszubekommen. Da waren teilweise die kleineren Welsen mit 13, 14, 15 Kilo schon mehr am Kämpfen. Aber der hat sich echt nicht so wirklich bemüht. Der hatte nicht so einen großen Bock, da irgendwie noch groß in die andere Richtung zu schwimmen. Aber ihr seht auf jeden Fall, ohne die Route hier wäre das, glaube ich, auch nichts geworden. Also den hier an der 8 Kilo Phoenix, das wäre vermutlich ziemlich hoffnungslos gewesen. Kann natürlich immer sein, dass man mal Glück hat und so einen Fisch da rausbekommt, aber die Konstanz ist halt auch entscheidend. Denn es kann schon ein bisschen frustrierend sein, wenn man dann von 10 Bissen nur einen verwerten kann. Aber vielleicht gibt es auch noch irgendwelche Techniken beim Drill, um den Fisch besser unter Kontrolle zu halten. Keine Ahnung. Ich habe in den letzten Tagen auch relativ wenig selber gespielt, weil ich eben im Moment wenig Zeit habe mit dem ganzen Lernen. Und habe ich nicht noch groß ausprobiert, ob es vielleicht doch noch irgendwas Besseres gibt, als die Methode hier den Rand zu pumpen mit der rechten Maustaste und dann die Schnur aufzukurbeln. Boah, da gehen wir ganz schön auf die Rolle, ne? 66%? Habe ich gar nicht darauf geachtet, was die vorher hatte. Auf jeden Fall sehe ich jetzt, dass die gelb ist. Deshalb wundert mich das gerade ein bisschen. War die so stark belastet? Keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen. Muss ich mir hinter der Aufnahme selber nochmal angucken, wie die am Start war. Vielleicht war die schon bei, was weiß ich, 70% oder so. Aber das wird eigentlich keinen Sinn ergeben, dass die Route dann noch bei 90 ist. Also irgendwas
hat die da ganz schön in Mittellandschaft gezogen. Wahrscheinlich, als der da einmal den Turbo eingelegt hatte. Aber da haben wir ihn schon. Ja, und ich habe natürlich wieder keine Lizenz. Alles klar. Aber 17 Kilo Stör haben wir am Start und rausgeholt. Da sehen wir einen schönen Fisch. Und dann lassen wir den natürlich frei und kaufen uns jetzt mal die Lizenz. Sonst muss ich gleich noch Strafen bezahlen. Das wollen wir natürlich nicht. Warum habe ich hier keine Lizenz? Ah, ist wahrscheinlich gerade abgelaufen, weil ich ja gestern hier war. Michigan sind wir. Kaufen wir mal hier die fortgeschrittene. Und dann fangen wir mal ein paar Welse hier noch. Das Setup bleibt eigentlich das gleiche. Wir können mal kurz den 600 Haken da drauf machen. Aber mit dem Finola wäre das natürlich auch kein Problem. So, und dann spulen wir noch die Zeit vor. Auf 18 Uhr, denn da beißen ja dann auch mal die Welse und vor allem die Trophäenwelse bei Sonne. Also hauen wir jetzt das Ding da raus und gucken mal, welcher Fisch sich da zu uns begeben möchte. Weit werfen müssen wir für die ja nicht. Also müssen wir nur noch beten, dass einer in Reichweite kommt zu dem Köder hin. Da kommt auch schon der erste. Sieht aber klein aus. Ja, so ein mittlerer, würde ich sagen. Mal gucken, ob der auch den Köder nimmt. Nee, natürlich nicht. Wäre auch zu leicht gewesen, wenn direkt der erste wieder den Köder mal genommen hätte. Da müssen wir auf die nächsten warten. Aber wie gesagt, die beißen wesentlich häufiger als die Störe. Von daher sollten wir da eigentlich nicht so das mega Problem mit haben. Da kommt auch schon direkt der nächste. Oh, der sieht auch gar nicht mal so klein aus vom ersten Eindruck her. Und der zieht auch ab. Also gucken wir mal, ob wir den gehalten bekommen. Ah, der kommt erstmal in die Oberfläche. Was macht der denn? Er schwimmt da mit der Flosse dann lustig davon. Ah, jetzt wieder nach rechts. Dann gehen wir halt nach links. Mal sehen, wie weit der abziehen wird. Normalerweise ziehen die so in den 30er-Bereich rein und dann machen sie erstmal Stopp, aber der macht jetzt hier erstmal gar keine Anstalten, Stopp zu machen. Aber jetzt sieht es so aus, als wenn die Spannung ein bisschen nachlassen würde, zumindest laut Route. Oder der hat einfach die Richtung geändert, das kann natürlich auch sein. Ja, schon bei 50. Also hoffen wir mal, dass der nicht auch wieder bis 138 geht. Das wäre natürlich nicht so gut, aber ne, der hört jetzt schon mal auf hier mit seiner Flucht. Das heißt, wir können ihm erstmal wieder hier 2 Meter abknüpfen und halten dann wieder gegen. Also ich glaube nicht, dass der uns die Schnur von der Rolle ziehen wird. Dafür ist er jetzt schon zu schwach auf die Beine. Da laufen wir, glaube ich, keine Gefahr. Du musst jetzt nur wieder ein bisschen austoben lassen. Deshalb versuche ich den jetzt erst gar nicht hier ranzukurbeln, weil die Spannung noch nicht nachlässt. Ich werde den einfach halten. Solange der keine Schnur von der Rolle zieht, kann er machen, was er will. Da werde ich einfach nur schön den Fisch sich austoben lassen. Jetzt hat er aber ein bisschen blöden Winkel, glaube ich. Deshalb werde ich mal kurz hier rüber gehen und das von der Seite versuchen zu drillen. Und dann warten wir einfach, bis die Spannung nachlässt. So ein bisschen lässt die ja schon nach. Wenn wir auf die Rolle gucken, die verliert langsam die Spannung. Könnte aber auch sein, dass er einfach in unsere Richtung ein bisschen schwimmt. Ich glaube, der schwimmt eh nach links. Deshalb gebe ich dem jetzt mal von der Seite hier ein bisschen Konter. Und dann sehen wir auch schon, was die Spannung wieder nachlässt. Und dann können wir den jetzt auch wieder schön ranpumpen, den guten. Und dann können wir uns den angucken. Und hier hat die Rolle bis jetzt nur 1% verloren. Deshalb frage ich mich echt, wo ich gerade so ein Damage kassiert habe. Das kann eigentlich echt nur bei der Flucht gewesen sein, wenn die den Turbo zünden.
und man die nicht mehr halten kann. Anders wüsste ich nicht, wie der das gemacht haben soll. Da liegt das an der Rutenhaltung hier, aber da ist ja auch nicht mehr Belastung drauf, als wenn ich hier normal drillen würde. Das war ja nicht im roten Bereich oder so. Keine Ahnung. Ich werde es mir in der Aufnahme selber nochmal angucken und dann rausfinden, was da los war. Aber erstmal müssen wir den Wels hier aus dem Wasser hieven. 27 Meter noch der gute. So, 20 noch. Also die Ruten sind auf jeden Fall ihr Geld wert. Ich weiß gar nicht mehr. Kann man das noch kaufen, das DLC, oder heißt das jetzt anders? Habe ich mich gar nicht informiert, nachdem die das Thanksgiving-Update weggehauen hatten. Ob man die jetzt als normales DLC noch kaufen kann. Würde mich fast wundern, wenn nicht. Ich glaube schon, dass sie jetzt einfach dann mit einem anderen Skin vielleicht verkaufen oder so. Aber ich habe auch nichts dazu gelesen, also möchte ich auch nicht beschwören. Aber lohnt sich auf jeden Fall für diese Fische dann, um die dann auch erfolgreich ausdrillen zu können. So, und den landen wir jetzt hier mal, 4 Meter noch. Das heißt, der müsste jetzt hier eigentlich mal langsam aus dem Wasser kommen. Und da ist er auch schon. Gucken wir mal, was er hat. Intro-Fingröße, ja perfekt. Da brauche ich den 21 Kilo Fisch gar nicht dran schneiden, denn der Drill war noch wesentlich unspektakulärer. 606 Erfahrungspunkte, mein ohne Premium. Also auch mal gar nicht so schlecht. Und auch ein schöner Fisch. Und damit würde ich sagen, beenden wir das Video. Nur zwei Fische gesehen, aber größte Zeit des Videos im Drill gewesen, weil die einfach mal ein bisschen wegschwimmen wollten. Besonders der Stör war schon harter Kampf. Und teilweise auch ein bisschen knapp, wie wir gesehen haben, aber einfach die Ruhe bewahren und dann passt das schon. Und die Fische kommen auch irgendwann ran. Wenn einer abreißt, kann natürlich immer mal passieren, aber ab und zu, beziehungsweise meistens, kriegt man die dann auch raus. Und deshalb bedanke ich mich hier fürs Zusehen und hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr Bock habt. Dann, wie gesagt, wahrscheinlich Richtung Ultra Light wieder zurück. Hatte ich ja schon mal ein oder zwei Sachen mitgemacht. Aber ich möchte damit noch ein paar mehr Fische fangen. Und das sehen wir dann beim nächsten Mal. Also, bis dahin, Petri Heil, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.